Guten Tag. Das Wetter, viel Wind, viele Wolken. Islamisten rufen zu Gewalt auf. Dunkelheit aufgelauert. Martin Weiler aus der Radio-KST-Redaktion hat die Einzelheiten. Gegen 17:45 trägt die Angestellte Waren in den Discounter. Plötzlich erscheint ein maskierter Mann aus der Dunkelheit und drückt ihr eine Pistole an die Schulter. Er schiebt sie in den Supermarkt und fordert Geld. Anschließend flieht er mit der Beute. Der Täter ist etwa 1,60 Meter groß und leicht untersetzt. Seine Augenbrauen waren auffällig ausgeprägt und dunkel. Seine Haut hat einen leicht braunen Teint. Beim Überfall trägt er eine Schienmaske, darunter eine Seidenstrumpfhose.